Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video GTA 3 voll menschenverachtender Gewaltexzesse, Mord und Totschlag. Was machen wir denn heute mal? Ich würde sagen, ich werde dieses Video unter das Motto stellen, Kill the Cartel. Es gibt nämlich einige Rampages in diesem Stadtteil, die sich gegen das Kartell richten. Und das kann ja nur Spaß machen. Dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ich finde sie alle. Hier war das. Willkommen bei Obi. So, na, dann wollen wir mal. Ah, die Maus ist so ungenau, das ist ja grausam. Naja, es geht. Man kann leider. Na gut, wenn sie näher dran sind, dann geht das besser. So, Freunde, wo seid ihr denn? Wunderbar. So, nun geht doch. Jetzt hier mal Ruhe. Ach, da sind noch. Ja, die wollen wir natürlich noch wegkriegen. Okay. Naja, aber zumindest ein bisschen aufgeräumt. So. Eine erfolgreiche Rampage. Und für die nächste brauche ich aber ein anderes Auto. Das hätte ich eigentlich auch gleich mitnehmen können. So, fahren wir schnell zurück. Ist auch lustig, dass die Polizei überhaupt nichts dabei findet, wenn die kolumbianischen Kartellmitglieder hier auf irgendwelche vorbeifahrenden Autos schießen, in dem Fall auf mich. Die werden irgendwie nur sauer, wenn ich auf andere Leute ballere. Das ist mal wieder. Oh, Entschuldigung. Äußerst unfair. Bäh. So, dich brauchen wir.
So, dann nehmen wir mal. Ja, oh, Entschuldigung. Nehmen wir mal die Abkürzung. So, das war nämlich hier am Flughafen irgendwo. Ich weiß zwar nicht mehr genau wo, aber hinter irgendeiner von diesen Billboards. Wir haben ein geländegängiges Fahrzeug. Da, sehr schön. Ja. Wird schon klappen. So, was sollen wir machen? Yep, in der Car. Nur 20 Seconds. Und da ist definitiv ein Bulletproof Vehicle ganz praktisch. Da sind ja schon die ersten. Oh, come on. Ah, nerv. Das ist relativ einfach, weil die hier alle wunderbar sich auf dem Fußweg versammeln. Dummen Idioten. Und da können wir hier einfach so durchfahren. Und da unser Wagen bulletproof ist, macht uns das auch überhaupt nichts aus, dass sie auf uns schießen. Sucks to beat Cartel, ha? Huh? Achso, sind schon alle tot. Okay. Gut, gut. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Liebe Polizisten, beruhigt euch. So. Was? Smoke if you got him. Take him out! Naja, gut. Okay, würde ich sagen, das war doch nett. Speichern wir mal kurz ab. So. Und dann... wenn wir schon dabei sind, können wir noch was machen. Es gibt hier noch eine wirklich alberne Rampage. Also die ist wirklich total albern. Mal kurz gucken auf in meine Unterlagen, wo die ist. Ja, okay. Oh, Mensch. Seite, der geht ja dann auch immer über den Bürgersteig. Lernen es einfach nicht, die Leute. Drive by and destroy 7 vehicles. So, und warum ist diese Mission so albern? Aus einem einfachen Grund. Das Problem bei diesen Drive-bys ist ja, dass die Autos dann immer wegfahren. Und man sie dann meistens nicht mehr recht schnell genug zerschießen kann, bevor sie außer Reichweite sind und man nicht hinterherkommt. Allerdings haben wir ja einen Parkplatz. Stellen wir uns hin, gucken aus dem Fenster, schießen auf das Auto, so, das brennt schon mal. Dann schießen wir auf das Auto, das brennt auch. Dann schießen wir auf das Auto, es ist wirklich ziemlich albern. Und natürlich stehen ja auch genug rum. So ist ja nicht. Das Spiel ist ja fair. So, und wir spawnen ja auch relativ fix, wie man sieht. Brennst du schon? Brennst du noch nicht? Achso, da kommen wir gar nicht. Durch dieses Geländer kann man gar nicht durchschießen, das ist ja auch interessant. Na gut, also wieder eine Rampage geschafft. Und
Ja, würde ich sagen, das war doch nett. Fahren wir nach Hause und, wo ich schon mal hier bin. Hui! Na? Ja, hat sogar gezählt, ist doch super. Haben wir das auch noch für die Galerie? Und dann fahre ich jetzt mal nach Hause. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ganz ruhig. So. Ja, dann würde ich sagen, das war doch ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.